Ich wusste gar nicht, dass es die Brennerei ist, die mich reizt, aber als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich ihn mal besucht und als ich da reinkam, der Duft war umwerfend. 2019 haben wir die Brennerei eingeweiht im Juli und im September 2019 habe ich meinen Wespenstich bekommen, der als anaphylaktischer Schock endete. Ich habe da nämlich eine Birne aufgelesen, die wunderschön aussah, gelb strahlend. Aber die Seite, die im Gras lag, da war schon ein Loch reingefressen von der Wespe und die saß auch da drin und war da zugange. Und die hat mich, ohne viel nachzudenken, gleich in die Hand gestochen. Ich weiß noch, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, oh, ich glaube, ich bin gestochen worden. Ich glaube, schon 2 Minuten später habe ich gesagt, ich kann den Wald nicht mehr richtig sehen, der vor mir liegt. Meine Füße, die sind geschwollen, ich konnte nicht mehr richtig auf dem Boden stehen. Überall hatte ich riesige rote Flecken. Ja, dann weiß ich nur noch, wie ich auf der Trage aufgewacht bin, wo ich da auf der Liege lag und meine Infusionen schon in mich reinliefen. Und dann hat die Ärztin gesagt, das ist eine Wespenallergie. Und das ist doch dann die logische Konsequenz, wenn ich gegen Wespen so hoch allergisch bin, dass man sich dann hyposensibilisieren lässt. Da gibt es gar keine andere Wahl. Die Hyposensibilisierung ermöglicht ein normales Leben, sag ich mal. Mir geht gar nichts mehr durch den Kopf, wenn ich Wespen sehe. Das ist für mich ganz normal, als wäre es eine Ameise, ja? Manchmal sage ich sogar zu ihnen, passt auf, wenn ihr mich stecht, geht es euch wahrscheinlich schlechter als mir. Und irgendwie, ich glaube, die verstehen das. Es hat seinen Schrecken komplett verloren.